Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Walheim. Schön, dass ihr wieder reinlohnst. Wir fahren jetzt gleich direkt los und holen die Erze ab, Leute. Und das machen wir natürlich mit dem Boot. Und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Bin wieder ein bisschen aufgeregt. Diese Bootstouren sind für mich bisher noch nicht ganz so angenehm, weil da immer so viel schief gehen kann noch. So, das mal reingefräsen, das mal reingefräsen. Und habe ich wirklich? Yes, alles cool. Benutze Ruder. So, und wir müssen, glaube ich, in die Richtung, ne? Guck nochmal. Ja, wir müssen jetzt da hoch. Okay, wir haben ein bisschen Wind, aber erschreckend wenig, Leute. Okay, ich sehe jetzt auch, dass die Pfeile rot markiert sind. Da, wo das Steuerrad ist. Oh ja, das ist doch günstig, dass du da jetzt nochmal dagegen fährst. Das ist toll. Und schon hört der Wind wieder auf, Leute. Oh, Gottes Willen. Ja, ohne Wind ist das halt. Okay, jetzt. Ich habe leider noch nie so richtig verstanden, wie ich mal rudern kann, selbstständig, ohne auf dieses Segel ständig dieses Segel zu bemühen. Das verstehe ich nicht. Es muss doch gehen. Ich habe doch da ein Ruder dran an der Seite. Oder? Das ist doch totaler Quatsch, dass ich immer nur. Was ist das hier alles? Dass ich hier immer nur auf dieses Segel angewiesen bin. Das macht doch gar keinen Sinn. Boah, ist das ein Stück, Leute. Scheiße. Okay. Okay, da vorne ist jetzt aber wieder Insel City, ne? Müssten eigentlich ein bisschen rumfahren. Okay. Kann man ja ruhig mal den Zoom ein bisschen verändern, merke ich gerade. Okay, jetzt stehe ich wieder. Ziemlich ungünstig. Ja. Gott, ey, so wird es doch nie irgendwas. Ruderst du jetzt? Ja, du ruderst schon, oder? Boah. Okay, jetzt sehe ich auch oben das Symbol unter der Minimap.
Okay, hier können wir erstmal durchfahren. Rechts von uns ist auch wieder ein Stück Land. So, haben wir jetzt Wind? Oh, das wäre ja toll. Okay, irgendwie. Ist sie jetzt selber ein bisschen rübergefahren? Oh oh, jetzt kommt wieder so ein böser Sturm, Leute. Oh Gott, da wird mir echt ein bisschen schlecht. Oh, oh Gott, du musst. Oh. Gott, oh oh, oh oh, oh oh. Uiuiuiuiui. So, wir müssen jetzt, glaube ich, hier rein, ne? Oh. Hier rein und jetzt erstmal wieder ein Stück geradeaus möglichst. Jetzt stehen wir natürlich wieder. Klar. Komm schon. Wind. Okay, warte mal. Wenn ich das sehe. Wenn ich den Speed wieder ein bisschen runternehme oder das, anders gesagt, das Segel nicht komplett ausfahre. Okay, so ganz verstehe ich es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, der Wind kommt doch. Nee, der Wind kommt nie von hinten. Egal, ich werde es auch irgendwie hinschaffen. Höchstwahrscheinlich. Bin mir aber auch noch nicht ganz so sicher. Ich schnell gerade? Also die Wellen sehen so aus vorne. Gott, das jedes Mal wieder zurückfahren, ne? Leute, Leute, Leute. Okay, das ist natürlich echt übelst aufwendig. Oh Mann, ey. Ich glaube, wenn man so nomadenmäßig spielt, hat man mehr von dem Spiel. Das bedeutet, man baut sich eigentlich gar nie irgendwo eine richtige Base, sondern baut die Base, immer wieder eine neue Base an den neuen Gebieten und baut da wiederum dann eine Schmelze und so auf. Ich glaube, da kommt man in dem Spiel weiter, oder? Ganz ehrlich. Das ist... Hätte ich das gewusst, hätte ich das wirklich so gemacht, ne? Dass man so gesagt, oh Gott, nee, 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 warte mal, warte mal, warte mal, wir müssen in die Richtung. Dass ich jetzt hätte neben der Sumpfbase, also neben dem Sumpfgebiet, hätte ich jetzt wieder eine Schmelze aufgebaut, dort die, das Erz und alles rein. Dann muss man natürlich immer die Schmiede und alles aufbauen. Ist klar.
Aber da ja Düsterwald eigentlich eh immer überall ist, wenn wir ehrlich sind, geht das ja, kann man das ja eigentlich auch so machen, oder? Okay, ich raff's überhaupt nicht. Fahr doch einfach mal. Aber bitte nicht zurück. Es ist sie rudert, aber. Okay, übelstes Schneckentempo, Leute. Aber irgendwo da hinten. Muss dann gleich mein Steh kommen. Nee, jetzt hast du wieder alles verloren. An Taster. Oh, ich hoffe, dass die Rückfahrt ein bisschen mehr Power gibt, Ja, Leute, ich fahre jetzt halt Boot, ne? Das langsamste Boot auf diesem Planeten. Bin ich noch richtig? Nicht, dass ich dran vorbeifahre, ne? Boah, ich finde das richtig gruselig, wenn das so dunkel wird. Aber haben wir jetzt mal richtig Power? Der ist so übelst Alarm. Aber ich habe nicht den Wind, so wie ich den brauche. Wo fährst denn du hin, bitte? Genau. Komm schon. Alter Schwede. Also glaube ich, wenn ich da nur einen so einen gelben Pfeil habe, dann ruder ich angeblich. Aber wie langsam kann man bitte rudern? Das ist ja unfassbar. Das ist ja so lahmartig. Das ist überhaupt keine Hilfe. Also ich habe ehrlich gesagt für so riesige Reisen null Bock mit dem Boot zu fahren. Das ist so langsam. Achtung, und jetzt immer auf dem. Jetzt dotze ich hier noch ran, oder was? Das wäre jetzt auch wieder der Klassiker. Oh Gott. Okay, stopp. Alter Schwede, ey. Gottes Willen. Ich bin jetzt die Hälfte der Folge, bin ich jetzt im Boot gewesen, ne? Aber okay, so ist es halt, ne? Die kannst du bestimmt auch mal reparieren. Okay, geil. Dann Erze holen. Warte mal, ich. Du bist nass. Okay. Dann wäre am besten mal trocken. Kriegst du das schnell darüber oder ist das jetzt ein Problem? Ja gut, also. Ach so, ich komme ja da jetzt gar nicht rein, ne? Ich muss ja springen, Leute. Her. Ich bin echt so gespannt, ob wir die paar Erze überhaupt nach Hause bekommen. Gott, ich hab so. Huch! Ich hab so Schiss, Leute. Scheiße. Ich glaube, ich raste komplett aus, wenn ich jetzt stehe. Gott, werde ich ausrasten. Das habt ihr noch nie gesehen. Gott, wäre das scheiße.
So, du noch? Tag. Okay, so sieht es jetzt aus. Der Kram ist auf jeden Fall drin. Ich würde aber vorher, bevor wir losfahren, noch mal schlafen gehen, Leute. Beziehungsweise guck mal, ob du vielleicht schon schlafen gehen kannst. Du warst ja gerade nass noch. Yes. Sehr schön. Uiuiuiui. Was steht denn da immer? Ich kann das gar nicht so schnell lesen, wo ich das mitkriege. Unloading, unused, was will da? Ich habe keine Ahnung. Okay, Leute. Ja dann, ne? Tür zu und weiter geht's. Ach du Scheiße. Also das Sumpfgebiet, was ich da gefunden habe, ist perfekt, weil da echt viele Krypten sind. Aber der Weg, Leute, ist unerträglich. So. So, wartet mal. Oh, ich glaube, jetzt habe ich es gerade verstanden. Oh, ich glaube, ich habe es verstanden, Leute. Oh, das wäre jetzt echt der Game Changer hier. So, wartet. Bin ich richtig? Ich muss wirklich noch 10 Mal gucken, Leute. Sorry. Nee, warte. Nee, nee. Ich kann komischerweise. Stopp mal. Ich kann komischerweise, kann ich vorwärts rudern? Rückwärts? Oh, lass mich doch bitte da vorbei jetzt. Komm schon, Boot. Oh Gott. Meine Güte. Ach so, jetzt kommt. Scheiße. Komme ich da überhaupt rein? Ja. Aber ich kann nie vorwärts rudern. Wie dumm ist das denn? Wenn ich rückwärts drauf bleibe. Ach so, jetzt. Ah! Ah, okay. Jetzt habe ich's. Aber warum muss ich dann auf die Rückwärtstaste drücken? Wie dumm ist das denn gemacht? Jetzt geht's, okay? Keine Ahnung. Komplett komisch. Ah, okay, so langsam habe ich es raus, Leute. Ich kann doch richtig schnell rudern. Also schnell ist, aber ist, ich habe es auf jeden Fall unter Kontrolle. Es ist nur super krampfig. Alter, bleib doch da drauf, bitte. Was ist denn, wenn wir jetzt mal ein bisschen Power geben? Man darf nur auf einen dieser Pfeile bleiben, dann die Taste gedrückt halten und dann kann man richtig rudern. Vorher geht es nicht, anscheinend. Oh Gott, ist das ein weiter Weg. Ach, je. Also es macht ja irgendwie auch Bock, ne? Mit dem Boot zu fahren. Aber nee, wenn man so eine wichtige Ressource am Start hat und das jetzt noch 20 Mal so machen muss. Nur wenn ich jetzt halt noch mal so ein Sumpfgebiet suche, das dauert jetzt auch noch mal 30 Folgen. Naja, Leute. Lisa, ich motze so ein bisschen, aber ich meine, das mir macht Spaß, ne? Bitte wieder nicht falsch verstehen. Ich sag's gerne auch noch mal mit dazu. Ich bin nur immer so ein bisschen am Planen und müsste es auch so ein bisschen erzählen, was ich mir dann manchmal so denke. Okay. Jetzt können wir eigentlich mal ein bisschen draufhalten hier.
Es wäre halt schon mal geil, wenn der Wind jetzt mal bis zum Schluss reichen würde. Oh, das würde ich feiern. Ach, weh, ey. Jetzt sieht es gerade gut aus. Ich traue mich aber gar nichts mehr zu verändern gerade. Weil jedes Mal, wenn ich das Segel drehe, ist der Wind auch gleich weg. Okay. Ja doch, fahr jetzt hier nochmal durch. Aber wäre ganz cool, wenn du jetzt nie unbedingt da an dem Stein hängen bleibst. Das wäre toll. Jetzt haben wir gerade so einen richtig guten Lauf hier. Und es wäre so toll, wenn wir jetzt die Erze in der Folge noch nach Hause bringen. Das wäre das absolute Erfolgserlebnis. Hier? Du musst... Ja. Ja, so hier rein. Okay, geil. Richtig geil Wind, Leute. Guckt euch das an. Das ist ja rekordverdächtig. Gut, wenn ich die Ansicht so schalte, sieht es aus, würde man es gar nicht bewegen. Okay, das war ein Fisch, oder? Irgendwas hat gerade nach mir geschnappt, Leute. Ich habe es ganz genau gehört. Der hier, was ist mit dem? Guck mal, jetzt musste ich da übelst geil Wind haben. Ich bewege mich trotzdem so lahmarschig. Das gibt's da nicht. Aber wir sind schon bald auf der guten Seite, Leute. Hammer. Also die Rückfahrt ging auf jeden Fall um einiges schneller jetzt. Freue ich mich natürlich total. Yes, Leute. Nee, genau andersrum. Jetzt werden wir bestimmt den Wind wieder verlieren, ne? Das geht noch. Juhu, Leute. Geil. Ich habe es noch nicht ganz geschafft, aber sieht gut aus. Keine Gefahr auf dem Weg gewesen. Wie gesagt, ich bin mir sicher im Sumpfgebiet, wenn ich da andotzen würde. Da würde ich bestimmt richtig Probleme bekommen. Ja, Wind. Gib mal richtig Power jetzt. Da ist er doch schon. Yeah. Geil. Oh Gott. Ja, da hinten wird so langsam mein Haus reingeschmissen.
So, tu hier mal richtig eindrehen jetzt. Wupp. Und am besten noch mal alles mitnehmen, was geht. Kannst du da noch ein bisschen besser reinfahren? Oh, das war toll. Klatsch. Komm. Okay. Das wird so nix. Achso, du musst es vielleicht oh, das Säge noch reinnehmen, ne? Das wäre vielleicht auch noch eine geile Idee. Oder? Und vielleicht jetzt mal, kannst du das Boot noch ein bisschen rein? Weil ich habe so ein bisschen Angst, dass hier wieder irgendwelche Leute kommen. Und mir das Boot zerrammeln. Genau. Das ist vielleicht nicht gleich für jeden irgendwie. So Leute, zieht euch das rein. Das war extrem heftig, die Nummer. Okay, ich glaube, ich bin schneller, wenn ich die einfach einzeln hole. So. Okay. Alter Schwede, ey. Das ist... So, also wir haben jetzt wirklich eine Folge gebraucht, um den Kram zu holen, ne? Schwierig. Guten Tag. Und dann würde ich sagen, die haue ich jetzt gleich rein, die Jungs. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier noch... Ist da noch was drin? Yes, ich habe sogar schon Kohle reingefüllt, Leute. Das heißt, wir können jetzt gleich noch mal zusammen gucken. Mit dem ersten Barren, was wir da bekommen jetzt, ne? Eine neue geile Ressource. Oh, das fände ich toll. La, 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 la. Gott, ich bin richtig aufgeregt jetzt. Da ist so viel Arbeit, steckt da dahinter. Jetzt mit diesem... Ah, ich höre es schon. Jetzt kommt's, Leute. Seid ihr bereit? Warte, stopp. Erstmal noch die Barren hier hinlegen. Und? Eisen, Eisenschuppenrüstung, Eisenpfeil. Ich sehe eine geile Rüstung. Eisenaxt, Eisengelöt, Eisenhelm, Eisennägel, eiserner Streitkolben, verstärktes Schild, Eisenfaustschild, ich komme nie wieder in dein Eisenschwert und irgendwelche geilen neuen Ständer. Oh mein Gott, ist das viel gelöt. Oh Gott, es wird ja... Oh, Holzeisenbalken. Ach du Scheiße. Vernichter. Oh mein Gott. Okay, das müssen wir uns in der nächsten Folge nochmal in Ruhe alles angucken, Leute. Ich würde sagen, ich bin für heute raus. Wir haben es erstmal geschafft, aber wir sehen schon. Ich habe jetzt, glaube ich, 30 Seiten Baupläne bekommen. Und habe vielleicht, also ich habe noch nicht mal 120 Erze jetzt hier geschmolzen. Das wird ein Riesenspaß, Leute. Ich sage für heute vielen lieben Dank fürs Reinnutzen. Und bis zur nächsten Folge Valheim. Macht's gut. Tschüss.